Hallo und willkommen zu diesem kleinen Mini-Workshop. Dieses ist ein Livestream-Mitschnitt in gekürzter Fassung und ich versuche dir jetzt so schnell wie möglich zu erklären, was ich hier gemacht habe. Zunächst Seidenpapier und Malerkrepp auf Stonepaper kleben und dann mit verdünntem Malgel einfach nochmal überstreichen. Das Ganze dann gut trocken föhnen und im nächsten Schritt mit einem Spatel oder einer Telefonkarte Acrylfarbe auftragen. Diese dann auch wieder trocken föhnen und nun mit einem Stempelkissen und einem Applikator das Schablonenmotiv auftragen und mit Gesso nachmalen. Alles gut trocken föhnen und erneut das Motiv auftragen. Nun kann man mit einem Bleistift die Skizze vervollständigen, kann Kleidung aufzeichnen, Deko-Elemente, Haaransatz, was einem so einfällt. Nun kann man mit Acrylfarbe oder Kreidefarbe die Haare ausmalen, das Gesicht grundieren und im nächsten Schritt mit wasservermalbaren Medien, in dem Fall mit Art Crayons von Marabu, die Schattierung einzeichnen. Mit dem Hautton anfangen, dann Terrakotta, dann Schoko und zum Schluss Schwarz verwenden. Alternativ kann man auch Gelatos oder andere wasservermalbare Wachsstifte verwenden. Ja, und dann das Motiv ausgestalten, schattieren, mit Leben füllen, wie es einem gefällt. Wenn die Schattierungen soweit sitzen, dann den Hintergrund weiter gestalten. Und in dem Fall ist das weißes Gesso, welches um das Motiv nochmal aufgetragen wird und so eine Art Schein erzeugt und ja, das Motiv nochmal ein bisschen hebt. Und dann wird einfach nochmal schabloniert und dann wird gestempelt. Und dabei darauf achten, dass man einen wasserfesten Stempel verwendet, der auf glatten Untergründen und unterschiedlichen Ebenen haftet. Alles gut trocken föhnen und im nächsten Schritt Serviettenkleber auftragen. Der sorgt dafür, dass die Schichten, die unten auf dem Stonepaper sind, alle fixiert sind und ich nun mit einem Marker oder mit anderen vermalbaren Medien weiterarbeiten kann. Ich habe hier einen stabile All-Buntstift, der auch auf Kunststoff haftet. Der malt sehr schön auf dieser Versiegelung. Und damit setze ich jetzt Highlights, Schattierungen, Permanentmarker in Weiß. Mit dem kann man nochmal schön Strukturen rausholen, kleine Punkte in die Flügelchen oder auch Highlights an die Haare, an die Augen, wo sie hinpassen. Ja, falls dir die Anleitung jetzt zu schnell war, dann guck dir einfach den Livestream-Mitschnitt an. Und dann hast du 2 Stunden Zeit, um dir anzugucken, wie dieses Bild entstanden ist. Vielen Dank!